Ich glaube, gerade eben was bemerkt zu haben. Dass es jetzt nämlich durch dieses komische Headset die ganze Zeit dröhnt, weil ich nämlich vor einiger Zeit einen Hörsturz gehabt habe. Aber eigentlich habe ich die Kopfhörerlautstärke schon so niedrig wie möglich gestellt. Also ich glaube kaum, dass ich das noch niedriger stellen könnte. Leider muss ich ja den Kopfhörer aufhaben, damit das Mikro auch wirklich an meinem Mund ist. Und hier dauert der Ladevorgang wieder ewig. Und dann muss ich aber gucken, ob es auch wirklich aufnimmt. Und dann lässt sich natürlich wieder nicht mehr herholen. Wie immer. Irgendwie passiert hier jetzt auch gar nicht so wirklich viel, außer dass es sich jedes zweite Mal nicht mehr wieder herholen lässt. Na, diesmal hat es sich herholen gelassen. Das ist natürlich immer noch gigalöckig. Bloß nicht mehr so wäre. Das ist total der Rückschritt gegenüber Oblivion. Früher gab es diese guten alten Zeiten, wo es nicht geleckt hat, wenn ich Fallout 3 aufgenommen habe. Prima, hier sind einige Exemplare der heimischen Fauna. Das ist echt so klasse, ey. Diese komischen Judas-Typis die ganze Zeit. Und den habe ich auch schon ziemlich viele umgemurkst mit diesem Charakter. Boah, das ist ein Raketenwerfer, den hätte ich eigentlich gern. Ja, da kommt irgendein Monster! Wahrscheinlich kommen da lauter Blähfliegen. Was die hier ja öfters mal gibt. Hä? Ach toll! Habe ich zu spät gesehen. Ah, da kommt noch mehr. Hä? Da ist jemand explodiert. Achso, das ist dieser Raketenwerfer. Mofo. Ja, das haben meine Begleiter den aber feindlich gemacht. Ey, wo ist der? Ah, hier. Du kannst was erleben. Ey, du. Ey, du! Ey! Ist es aber endlich weggehämmert. Der war ja mal ein Mofo. Wenn es jetzt nämlich Oblivion wäre, dann könnte ich einfach einen Heilzauber sprechen. Aber leider ist das ja kein Oblivion. Vor allem Oblivion wird mit Sicherheit auch nicht so arg lecken, glaube ich. Wobei, das müsste ich eigentlich ausprobieren, dass das wirklich nicht tun wird. Mittlerweile leider alles leckt bei mir. Und nämlich diese Köter hier haben auch im Hinterkopf Augen. Und einer in meiner vorigen Story, nämlich der Wolf, der war mal so komisch und hat versucht, hier was zu klauen. Und ist dann erwischt worden. Wobei man sich wahrscheinlich denken wird, dass vieles von dem, was in meiner vorigen Story passiert, in Wirklichkeit mir selber beim Spielen schon mal passiert ist. Ich meine, liegt ja irgendwie auf der Hand, würde ich mal sagen. Dass ich vor allem die Dinge da einbaue, die auch wirklich schon mal passiert sind. Wir haben da so einen Dummy-Protektron.
Was haben wir denn hier? Wo? Ja, dann greif halt an. Macht's Spaß. Hey! Du hast vergessen, Knallkopf dazu zu sagen. Ey, du da! Bim, 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 schwing, 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 schwing. Und zum Glück ist es nämlich auch nicht so total verdödelt wie in Morrowind. Dass einem seine Treffer andauernd einfach nicht als so welche gewertet werden. Nämlich in Morrowind, da hat man nur eine bestimmte Treffchance. Die viel zu niedrig ist die ganze Zeit. Und auch sonst haben alle anderen Aktionen, die man in Morrowind durchführt, nur eine bestimmte Erfolgschance. Und wenn man in Morrowind rumläuft, dann verliert man Ausdauer, sodass alles schwerer funktioniert. Also jede Aktion, die man durchführt, hat dann weniger Erfolgschance. Aber das Laufen wird nicht besser oder schlechter, wenn man unterschiedlich viel Ausdauer hat. Das ist vielleicht mal sinnlos, wenn du mich fragst. Kann ich kaum glauben, dass der ENC so komisch ist und sowas Komisches wie Morrowind spielen kann. Ich meine, Morrowind kann man doch schließlich nicht aushalten. Ich guck nach dem Video und jetzt lässt sich natürlich wieder nicht mehr herholen. Ah doch, anscheinend. Erstaunlich. Jedenfalls, echte Krieger vom alten Schlag zocken natürlich Oblivion oder Fallout 3. Wobei der ENC ja irgendwie auch New Vegas besser findet als Fallout 3, was auch völlig unmöglich ist. Nämlich New Vegas ist sogar noch unspielbarer als Morrowind. Obwohl Morrowind, finde ich, die schlechtere Engine hat. Aber in New Vegas ist halt dafür alles andere schlechter. Und vor allem New Vegas hat den schlimmsten Lag von allen solchen Spielen. Eigentlich sollte ich mich nämlich hier überhaupt nicht beschweren. Weil ja der New Vegas Lag noch viel schlimmer ist. Und die Tricks, um den Lag wegzukriegen, die hier in Fallout 3 funktionieren, die funktionieren in New Vegas natürlich nicht. Boah, aber da hätte ich jetzt getroffen werden können wegen dem Lag. Wenn ich Pech gehabt hätte. Ich könnte ja zu der Metrostation gehen, dann wird es aber allerdings gigalaggig. Dann wird es schon gigalaggig, wenn ich mich der Metrostation nur näher. Allerdings, in Fallout 3 ist es natürlich so, dass es so ein Mega-Monster-Mehrspawn-Mod braucht, wie das, was ich hier aktiv hab, damit es überhaupt laggt. Dagegen, New Vegas wird schon ohne mehr Spawn-Mod ganz arg laggen. Oh, das ist so ein overpowerter Feuerzentaur aus dem E-Mod. Der ist ein ganz schwerer Gegner. Hehe, guck mal, wie arg das hier laggt. Na super, wenn ich den erwisch, der da das Auto hochgejagt hat. Ey! So wie wegen demjenigen auch noch eine Strahlenkrankheit. Und ganz viele Striche und beide Beine verloren. Das war bestimmt einer aus der Mofo-Klasse. Muss ich erstmal das Teil finden, das plus der Medizin gibt. Und nee, ich setze jetzt kein Stimpack ein, auch wenn das vielleicht irgendwer glauben wird. Jetzt muss ich allerdings das eigentliche Flauscher-Outfit wiederfinden. Da hatte ich nämlich auch echt Glück, dass ich das überhaupt gefunden habe. Wir brauchen Striche, und zwar ganz viel. Nämlich vor, die hier drin zu holen. Aber da könnten Raider-Fieslinge kommen. Noch sind keine da.
Das ist nämlich auch komisch, dass sie hier nicht immer spawnen. Die sollen spawnen, wenn man da unten zu dem Bett geht. Allerdings tun sie das jedes zweite Mal nicht. Na, so wie es leckt, spawnen sie jetzt. Striche geholt. Da kommen anscheinend ganz viel so welche. Na klar. Ey. Das war ja mal unfair. Ey. Ich will mir denken, was jetzt kommt. Na klar. In dem Moment, wo ich speichere. Ich weiß, was da los ist. Ey, das kann ich denn ja gar nicht mehr retten. Natürlich kann ich jetzt entweder von dem Anfang von dem Dungeon nochmal laden. Oder ich muss akzeptieren, dass der Begleiter tot ist. Und nämlich normalerweise lade ich ja immer, wenn der stirbt, weil ich ihn nicht wiederbeleben kann. Aber in dem Fall ist es jetzt so, dass ich nur einen Speicherstand hätte, wo diese ganzen Erstimiese hier noch nicht gespawnt sind. Und dann wäre das ja gecheatet. Das heißt, ich akzeptiere das jetzt halt zähneknirschend, dass der tot ist. Und dass wahrscheinlich auch meine ganzen anderen Begleiter jetzt noch sterben werden. Ich muss aber gucken, dass ich hier irgendwie durchkomme. Hä? Na toll, wie soll ich denn das jetzt schaffen? Dieser Talmor-Obermacker geht immer auf mich los. Aber soll er das gar nicht? Ja, toll. Ey, seit wann zieht denn das so viel ab? Das war nur eine Rakete und ich habe volle Striche gehabt, Mann. Das kann mich nicht gekillt haben. Ey, Alter, ey. Ich hab volle Striche gehabt. Boah, ist das lustig, ey. Ach nee. Wiederbelebt. Jetzt geh raus, sonst stirbst du selber auch noch. Hier ist jetzt ganz nervig. Hier sind nämlich zwei von meinen Begleitern tot. Und ich komme nicht mehr an die Leichen dran. Um die nämlich wiederzubeleben. Und muss deshalb ohne die beiden weiterspielen. Ja toll, das leckt sie aber irgendwie ganz giga. Da kommen die Begleiter. Wobei, halt mal. Soll da nicht eigentlich noch der andere Flauschebüschel sein? Eigentlich ja schon, oder? Hoffentlich ist die nicht auch noch tot gemacht. Weil das fände ich gar nicht lustig. Hä? Na toll, irgendwie ist sie jedenfalls nicht da. Versuch sie mal mit Schnellreise herzuholen. Na jetzt. Na jetzt habe ich nämlich nur noch diese beiden. Und die anderen beiden sind tot. Und müssen jetzt leider erstmal für eine Weile lang tot bleiben. Nämlich für den Rory McLaren bräuchte ich einen Scroll of Resurrect, den ich nicht habe. Allerdings hier geht jetzt das große Geballer los. Das wird ein kleines bisschen laggig werden. Das fürchte ich. Na toll, bei dem Lag kannst du doch nicht spielen. Ich müsste es ohne Video machen. Das ist ja eine Dia-Show hier. Also ich selber kann da nicht mitkämpfen bei dem Lag, tut mir leid. Merkt vielleicht auch, dass mit meiner Stimme was nicht in Ordnung ist. Nämlich
ich noch so einen Rest von so einer blöden Erkältung. Guck mal, was das für eine Dia-Show ist. Kann ich das nur abwarten? Oder woanders hingehen? Leider. Das Video wird wahrscheinlich wieder voll asynchron sein. Boah, das ist ein einziger alter Lag hier. Ich traue mich jetzt auch nicht zu speichern, weil sonst hängt es vielleicht wieder 5 Minuten lang. Wegen diesem AI-Bug. Das ist nämlich total der alte Mofo von einem Error. Das ist weit genug von da weglaufen. Dann kann ich mich wieder trauen zu speichern. Ich muss hoffen, dass es keinen CTD gibt. Ich glaube, jetzt traue ich mich mal. Hoffentlich ist das kein Fehler. Na toll, jetzt gibt es auch noch einen Maus-Lag. Bei so arg lag's hier jetzt wieder nicht. Ja, ich weiß, es ging irgendwie nur noch um Lag. Ah, Glück gehabt, es ging. Aber der Lag nervt ganz schön ziemlich. Was? Oh nein! Da kommen Mr. Gazi-Nervköpfe! Nämlich die Sprüche für die Mr. Gazis sind angeblich, zumindest hat das mal jemand gesagt, von jemandem aus Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen worden. Das war keine Ahnung warum, aber das hat jedenfalls mal einer behauptet. Aber ich guck, wie lang das Video ist. Hör, ganz schön lang. Also kommt ein neues, wo es sich dann wieder nicht mehr herholen lässt. 10, 9, 8, 7...